Und da sind wir wieder zurück. Mit jedem Tag erreichen uns neue Truppen. Der Standort am Strand ist überfüllt und eine Hauptbasis muss errichtet werden. Späher berichten von einem vielversprechenden Fleckchen Erde, weiter im Inland mit reichen Eisenvorkommen für die Waffenproduktion. Der Landstrich ist unbewohnt, abgesehen von einigen wenigen gefährlichen Tieren. Ja, wir spielen hier Stronghold Crusader 2. Und wir sind in der zweiten Vorbereitungskampagne unterwegs. Wir müssen 40 Eisen sammeln, 8 Schwerter herstellen und 8 Bögen herstellen. Dann... Also wenn unser Burgherr stirbt, haben wir verloren. Ich hoffe mal. Was für wilde Tiere einen in diesem exotischen Land erwarten. Platziert euer Vorratslager, my Lord. Ja, aber natürlich. Platziert euren Kornspeicher, Sire. So. Jetzt brauchen wir gleich mal was zum Essen. War mehr Grünflächen. Hier. 1, 2. Oh, ich sollte Holzfäller zuerst bauen. Wäre vermutlich noch besser. 1. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Siehe, die Eisenvorkommen befinden sich in einer Schlucht jenseits der Bäume. Wir sollten dort ein paar Eisenminen errichten. Ja, Stress hier nicht. Höhle der Löwen. Hier sehe ich schon ein Löwe. Zwei Löwe. Vergesst jedoch nicht, dass unsere Arbeiter mit Nahrungsmitteln versorgt werden müssen, mein Herr. So, dann... Waffenkammer. Unterkunft. Da, seht, Löwenzieher. Wir sollten so bald als möglich eine Kaserne errichten und ein paar Bauern einziehen, sie zu bekämpfen. Rekruten werden benötigt, Sire. Oh, gleich mal hier 5 herstellen. Schöner Tag, Eure Hoheit. Sieht man die wilden Tiere auch irgendwo herumlaufen? Hier sind 2. Mehr sehe ich eh nicht auf der Karte jetzt an wilden Tieren. Los geht's. Okay. So, wir haben wieder Holz. Dann können wir gleich den nächsten Holzfäller bauen. Nee, noch nicht. Was brauchen wir hier? 16. 20 Holz, 16 haben wir. Achtung! Hier haben wir auch noch welche. Ziehen aus! Sind das die einzigen, was wir hier haben? Nur die paar, die zwei hier. So, 4 haben wir. 1, 2, 3. Somit haben wir 2 Truppen. Morgen, Chef. Können wir Pferde haben? Bereit und warten. Ach, da habe ich 2 Speerkämpfer. Okay, ja, das passt schon. Sofort, Sir. Natürlich, Sir.
So, hier einmal. Gut, gut. Ein Befehl. Und hier einmal. Stechen Sie mit Gabeln! Bereit, Sir. Reihen schließen. Landsknechte, vorwärts! Auf Sie los! Kein Problem, Sir. In Bewegung, Sir. Macht sie fertig, Männer! Können wir das gleich mal zerlegen hier? So. Gibt's noch eine Höhle? Wie es aussieht, nicht. Reihen schließen. Oh, Vorratslager. Sir, wir haben ein geheimes Nahrungsversteck gefunden. Na, da guckst du was. In Bewegung, Sir. So, wir haben hier zwei Apfelplantagen, somit haben wir einiges zum Essen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Warme Gefühle? Ich weiß nicht, wo ich warme Gefühle möchte. So, brauchen wir noch zwei Apfelplantagen. Und dann möchte ich noch einen Holzfäller dazu haben. So, was haben wir hier jetzt? Eisenmine. Die brauchen wir nämlich auch. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Sir, wir müssen Hütten errichten, um unsere Arbeiter zu beherbergen und unsere Bevölkerung wachsen zu lassen. Ja. Stress nicht. Hab kein Holz mehr. Oder kein Stein, oder was? Doch, habe ich. Warum kann ich das hier nicht hin? Sir, wir müssen Hütten errichten, um unsere Arbeiter zu beherbergen und unsere Bevölkerung wachsen zu lassen. Warum kann ich das hier nicht bauen? 46 Holz habe ich und 20 brauche ich. Aber wenn ich drauf gehe, habe ich ja 50. Ah, jetzt kann ich spawnen. Hatte doch zu wenig. Noch immer keinerlei Anzeichen von Habitation hier. Ich gebe zu, ich bin beunruhigt. So. Sobald die Eisenminen in Betrieb sind, Milord, müssen wir Ochsenjoche in der Nähe platzieren, um das Eisen abzutransportieren. So, wie sieht die Nahrung aus? Das passt noch. Jetzt haben wir immerhin 4 Apfelhöfe. So. Schöner Tag, Eure Hoheit. Wieder in Bewegung. Da stellen wir gleich noch ein paar her. Zur Sicherheit.
Reicht hier einer? Ich sehe nicht, ob die jetzt irgendwas hier auf Lager. Ist das Eisen hier? Okay, er ist schon unterwegs. Milord, diese Ländereien sind mit fliegenden Kreaturen gestraft, die sogar den Himmel selbst verdunkeln. Hä? Fliegende Kreatur? Wo? Und wie? Und warum? Hallo, der tut nichts, oder wie? Er macht nichts. Hallo? Das funktioniert irgendwie anscheinend nicht. Na, was soll's. Dann baue ich halt den zweiten. Muss ich direkt in die Mine dran bauen, dass es funktioniert? Bin mir hier noch etwas unschlüssig. So, wir bauen hier mal einen Bogen, ein Lager. Bauen wir zwei davon. Dann Waffenkammer. Was ist denn hier los? Irgendwas ist hier. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Was war das jetzt eigentlich? Wir brauchen Holz, mein Lord. Schon wieder. Wieso brauchen wir immer mehr Holz? Hier 50. Aha, das ist also unterschiedlich. Nun, da wir über Eisen verfügen, Sire, sollten wir baldmöglichst mit der Waffenproduktion beginnen. So, Pfeilmacher. Waffenkammer, die packen wir hier hin. Eine Käserei.
Okay, Sachsenjoch wurde also hier gebaut und arbeitet auch. Das ist immerhin sehr gut. Dann bauen wir gleich noch einen. So, habe ich jetzt zu wenig Holz dafür. Wahrscheinlich können wir bei jedem Eisenteil hier auch, also bei jeder Eisenmine, zwei Höfter gebauen. Also nicht Höfter, Ochsen, Spanne, Teile, Dings, die wisst schon, was ich meine. Ja, da haben wir schon zwei Bögen, Schwerter. Ah, hier. Langsam gehen uns auch die Kohle dafür aus. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Echt? Müssen wir da was ändern? Ist nicht. Hier ist die Frau. Oh Mann, die fressen. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Müssen wir schnell mal reduzieren hier. Den dritten will ich ja auch noch dazu bauen. Oder bauen wir eine Käserei? Kostet noch mehr. Aber wirft vermutlich auch weit mehr ab. Kostet 60, 44 Holz haben wir. Müssen wir noch ein paar Holzfäller bauen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Das ist schon wieder so wenig. Wir haben ja 19, 24, war im Moment keiner hier, okay. So, halbe Rationen. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire. Getreidevorräte? Das ist mir was Neues jetzt aber. So, ich hoffe, das klappt jetzt wieder. Ich glaube, die Beliebtheit wieder ein bisschen verändert. Mit der Nahrung wieder hoch und mit den Einnahmen auch wieder hoch. So, Eisen haben wir fertig, Schwerter werden hergestellt, Bögen werden hergestellt. Was müssen wir hier machen? Achso, ja. Ich darf daran nicht sterben. Also der Chefe. Ich müsste hier fast einen zweiten erstellen. So, jetzt warten wir auf das restliche Holz, dass wir hier ein paar... Hier haben wir eh schon genug wieder.
Dann bauen wir hier eine Käserei auf. So, 24 von 24. Das heißt, wenn ich jetzt noch mehr baue, muss ich wieder Häuser anbauen. Ich dachte, wir brauchten. Also, wir brauchen nur 8 Bögen. Achso, 40 Eisen brauchten wir. Ja. Macht Schwerter, okay. Dann baue ich es halt nicht. Achso, brauchen wir wieder Kohle dafür. Wie sieht es mit der Nahrung jetzt aus? Steigt die an. 42, 41, 40. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Wir haben knapp 30 gelagert. Tägliche Produktion 8. Ja, eigentlich fallen wir dann runter. Das geht sich ja dann gar nicht aus. Wenn wir hier nur 6 produzieren und 44 wird gegessen. Das kann sich ja einfach nicht ausgehen. Kann ich noch eine Käserei bauen? Ja. Bauen wir 2 Käsereien noch dazu. Jetzt habe ich hier keine Arbeiter mehr. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire. Naja, ob die anwachsen, bin ich mir noch nicht so sicher. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. So. Achso, vielleicht ist hier schon das ausgerechnet, dass wir Überschuss 6 haben oder so. Jetzt steigt es auf jeden Fall voll an hier. Eigentlich sollte es jetzt mit dem Lager wieder nach oben gehen. Milord, diese Ländereien sind mit fliegenden Kreaturen gestraft, die sogar den Himmel selbst verdunkeln. Ach, mach dir nicht ins Hemd. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. So. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Wir haben 36 Verbrauch. Aber wir steigen an immer weiter. Sieht also gut aus. Denkt das falsche Wappen darüber. Gibt's ja gar nicht. So, 13 Bögen, 7 Schwerter, ein Schwert noch. Dann haben wir diese Mission gemeistert. Hier könnte man noch ein bis zwei Minen aufbauen. Wenn ich die ein bisschen weiter nach rechts geschoben hätte, hätte man auf jeden Fall hier insgesamt 5 hingebracht. 112 Eisen haben wir rum.
Wir sind siegreich, Sire! Läutet die Glocke und singt süße Lieder. Oder Die Welt wird von Flöhen heimgesucht. Ja, somit haben wir die nächste Mission abgeschlossen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!